macht mein Bruder jetzt mit 86 seine beste Platte, die er je gemacht hat. Oi. Ja, und was mir besonders gut gefällt, die Stücke sind originell und man hat die Freiheit, bei den Improvisationen sich selbst auszudrücken. Da gibt der Rolf eben jede Art von Freiheit. Und das ist natürlich dann das Schöne, das Musik machen, was gerade im Moment passiert. Das ist das Schöne beim Jazz, die Improvisation. Für mich ist es immer ganz, ganz große Herausforderung, weil das komplett was anderes ist, als das, was ich erste 30 Jahre meines Lebens gemacht habe. Ich habe nämlich wirklich klassisch gespielt. Hier lerne ich so viel Freiheit kennen, wie ich sie noch nie gekannt habe, was wahnsinnig aufregend ist, wovor ich sehr viel Respekt auch habe, aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wenn Rolf was mitbringt, ein Sheet, dann versuchen wir sofort gleich zu abstrahieren und zu improvisieren. Quasi wir spielen das, was draufsteht, das ist quasi ein Fahrplan und dann versuchen wir es halt definitiv gleich so umzusetzen, dass wir gemeinsam so einen Schmelztiegel haben, wo wir einen Sound draus kriegen. Ich weiß, er hat wieder ganze Arbeit geleistet, hat diesmal sogar schon 4 Wochen im Voraus komponiert. Es ist das erste Mal nach über 50 Jahren, sonst war es immer so 2-3 Stunden vor der Session. Aber diesmal 4 Wochen, also ich weiß, dass er diese Platte besonders ernst nimmt und wie gesagt, seine beste Platte, Basta.